So, hallo und willkommen zu einem neuen Teil, Drittfirmware für den Odroid Go. Den Odroid Go mit anderer Firmware erweitern und noch weiteren Spielen. Und heute geht es um ein paar kleine Firmwares. Einmal hier den Flappy Bird Clone, dann ein Frogger, ein Game of Life und dann habe ich hier noch ein Pong. War es das? Das war es dazu. Und die wollen wir jetzt mal kurz antesten. Das sind keine besonders anspruchsvollen oder tollen Spiele. Aber so Kleinigkeiten, wo der Programmierer wohl mal so getestet hat. Und ja, die wollen wir uns mal anschauen. Hier könnt ihr dann selbst beurteilen, ob das was für euch ist, ob ihr euch installieren wollt oder ob euch die Mühe spart. Die sind schnell geflasht, weil klein. Versuchen wir es mal hier zuerst mit dem Flappy Bird Clone. Da wird immer nur eine Bank geschrieben und die auch noch recht fix. Also es hat nicht mal ein Megabyte. So. A ist Start, B ist Flap. Also. Der Flappy Bird sieht irgendwie schon ein bisschen missgebildet aus, würde ich mal sagen. Und die Steuerung finde ich jetzt auch nicht so toll. Ziemlich schwierig. Schwierig. Da finde ich ja sogar meine Version auf dem Arduino besser. Und auf dem, was war das für ein Bildschirm? Ein ganz einfacher Bildschirm auf dem Arduino. Ja, Nokia 5110 Bildschirm. Macht mir mehr Spaß als das Ding. Ist wahrscheinlich nur mal Versuch gewesen. Als nächstes gucken wir uns an hier noch so einen kleinen Frogger. Auch schnell geschrieben. Press A to start. Ja, es flackert und blinkt. Und jetzt muss ich zusehen, dass ich hier über die Straße komme. Es ist ziemlich schnell. Und die Steuerung ist auch nicht gerade sehr präzise. Da spielt er lieber auf dem 2600er Atari 2600er Emulator. Das Frogger würde ich euch vorschlagen. Oder auf dem 7800er. Da gibt es nämlich auch Emulatoren zu. Werde ich euch auch noch vorstellen. Es ist auch nicht so mein persönlicher Hit. Aber das müsst ihr halt selber entscheiden, ob ihr das installieren wollt oder nicht. Nur zum Zuschauen eigentlich. Das Game of Life. Start. Das ist ja so ein Spiel, wo ja eigentlich so eine Lebenssimulation. Da gibt es so kleine Punkte und jeder Punkt steht für ein Lebewesen und dann gibt es ein paar Regeln. Wenn Lebewesen ganz allein sind, dann sterben sie. Wenn sie zu mehreren sind, dann haben sie eine Überlebenschance. Sind es aber zu viele, dann sterben auch wieder welche ab durch Überbevölkerung. Und da wird gestartet hier, man sieht es mit so einem zufälligen Muster. Ich finde es immer sehr schön zum Zuschauen. Und dann wird ausgerechnet, wie sich denn das Leben entwickelt. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel eine gefestigte Situation. Also da gibt es hier so kleine Einsiedler, sage ich mal, Familien. So kleine Dörfchen. So, und der ist irgendwie auch stabil, ändert sich aber ständig. Und durch A kann man es neu starten und durch B kann man jetzt hier nochmal einen dazu bringen, einen einzelnen, und gucken, wie sich das dann auswirkt. Also wenn jetzt noch ein fremder Fallschirm da abspringt, was hat das für Auswirkungen? Na, mit B holt man da so einen runter. Und mit A startet man neu. Ich finde das immer schön zum Anschauen. Das sieht so ein bisschen aus wie so, wenn man ein Stück Kohle hat,
was noch nicht ganz verbrannt ist und das nochmal anzündet, dann gibt es das auch so ähnlich. Ist nur zum Schauen. Mancher wird das stinklangweilig finden. Ich finde das ganz interessant. So, die Sachen, wo ihr die findet. Und wenn ihr euch das installieren wollt, auf meiner Homepage, Webseite ist in der Description. Frage hatten wir schon. Und einen hatte ich doch noch. Ich hatte doch noch einen Pong. Das wird jetzt, also wenn ihr Lautsprecher anhat, habt, es wird laut. Ich kann die Lautstärke auch nicht verändern. Es ist ein einfaches Pong, bei dem man irgendwie nicht gewinnen kann. Dafür kriegt man aber einen Punkt Vorsprung. So, ich bin links. Es ist laut. Und rechts wird durch den Computer gesteuert. Und er spielt natürlich perfekt. Ich habe nicht rausgefunden, was für Querschläge man braucht, damit der den Ball nicht kriegt. Aber eigentlich kriegt er den immer. Ja, mehr kann das Ding auch nicht. So, Game Over und Ruhe, ein Glück. Ja, das waren die kleinen vier Spielchen. Anleitung, wie ihr die installiert, wenn ihr daran irgendwie an einem Interesse habt, findet ihr bei mir auf der Homepage. Jo, und das war's dann auch schon für dieses Let's Play Tutorial kombinierte Video. Und wir sehen uns dann im nächsten. Dann gibt's wieder ein gescheites Spiel. Ciao.